So, als nächstes erwartet uns was richtig Fettes. Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction-Analyse auf meinem Kanal. Dieses Mal mit Neo Unleashed und J Jiggy. Und es ist produziert bei Z-Ray. Und dann kann es eigentlich nur ein fettes Ding werden, wirklich. Dann auch noch in 4K. Also ich würde wirklich sagen, das kann nicht anders sein als krass. Und deswegen stürzen wir uns direkt rein. It's quiet, quiet. Too quiet. Too quiet. Ich bin auf meiner eigenen Wave, 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 Wave. Keine Zeit für euch Fakes. Wave, 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 Wave. Nicht links oder rechts, immer straight. Wave, 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 Wave. Mein Sound geht direkt in dein Brain. Wave, 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 Wave. Vorbei mit der Krise. Junge, ey, what the fuck, Alter, hat Neo das gemischt? What the fuck, okay, okay, warte. Kevin Reiter wieder mal, also, Kevin Reiter hat das gemacht. Abnormal krank, wirklich. Es ist so heftig. Diese Hook ist vom reinen Mixing und vom Klang gestört. Nochmal. Ich bin auf meiner eigenen Wave, 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 Wave. Keine Zeit für euch Fakes, Wave, Wave, Wave. Das ist abnormal. Also wirklich, die Stimme klingt extrem nah. Dann klingt sie, also das wirkt so, als ob der Take genau zweimal gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall ist eine Stimme ganz klar rechts und eine ganz klar links zu hören. Sie ist unglaublich nah gemischt. Wirklich, du hast wirklich nicht mal mehr das Gefühl, dass Neo vor dir steht, sondern fast schon neben dir und dir das ins Ohr sagt. Dann klingt es sehr intim, aber noch nicht ASMR-mäßig und ich würde sagen, schon relativ stark komprimiert, aber das Signal klingt so sauber und so gut aufgenommen, dass sich diese starke Bearbeitung gar nicht stört und es klingt einfach von der Qualität absolut pornös und die Bassline ist auch richtig geil und es komplementiert sich sogar gut mit der Bassline, was er sagt. Also es klingt sogar tonal gut, was wahrscheinlich nicht mal beabsichtigt ist, aber es klingt einfach fett. Nicht links oder rechts, immer straight. Wave, 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 wave. Ist auch, also vor allem, die Snare knallt richtig geil rein, nicht zu stark, aber es klingt gerade, ah, es klingt gerade gut, es klingt so verdammt geil gemischt, wirklich. Mein Sound geht direkt in dein Brain. Wave, wave. Auch geil, so die tiefen Pianonoten, dieses Dumm, und gleichzeitig hast du aber auch so laute Brass-Geräusche hinten dran, so wuh. Also dumm, als ob jemand mit einem Bläser kurz richtig Stoff geben würde. Das fand ich bei Z-Ray schon immer cool. So geil, wirklich, wie die Bassline am Ende runtergeht. Und gleichzeitig hast du das Piano, was am Ende runtergeht. Und da hast du noch einen Synthi, ne? Ja genau, da hast du noch diesen Synthi. Aber es klingt wirklich fett. Krisenzeit, Comeback war kinoreif, aber mit euch bin ich nur auf einer Wave. Zahlt ihr meinen Feature-Preis? Ich mache eure Stars zu Sternenstaub, denn ich trainiere mit mehr G's als Son Goku im Schwerkraftraum. Ich trainiere mit mehr G's als Son Goku im Schwerkraftraum. Jetzt wird richtig genördet, passt auf. Während Son Goku in seiner Raumkapsel zu Namek fliegt, um die Leute gegen Freezer zu unterstützen, trainiert er auf erhöhter Schwerkraft. Und diese werden mit dem Parameter G reguliert. Am Ende trainiert er, ich hoffe, ich spoilere jetzt keine, auf 100G. Auf 100-fache Schwerkraft. Und da G die Abkürzung ist und G, also ein Gangster, auch mit G abgekürzt wird, ist das die Erklärung dieser Line. Bitteschön. Shoppen im Versace-Katalog, mach ich mal einen Kassensturz. Ich find's interessant, wie Neo hier seinen Stimmeinsatz nutzt. Ich zahl dir meinen Feature-Preis, ich mach eure Stars zu Sternenstaub. Ich find's auch interessant, wie seine Vocal hier gemischt ist. Die klingt schon wieder anders als vorher. Wave, wave, wave. Vorbei mit der Krisenzeit, Comeback war kinoreif, aber mit euch bin ich nur auf einer Wave. Zahlt ihr meinen Feature-Preis? Ich mach eure Stars zu Sternenstaub, denn ich trainiere mit mehr G's als Son Goku im Schwerkraftraum. Wave, shoppen im Versace. Wie das Wave von der Hook jetzt kurz eingeblendet war. Sehr geil. Und auch die Sounds, die hier eingefügt wurden, wie die Kasse zum Beispiel, sehr cool. Und dass Neo nicht selbst performt gerade, sondern diese wunderhübsche Darstellerin hier, hat auch einen gewissen Flair. Das erinnert mich an diese eine Runde von Punch Arroganz oder dieses Crow-Musik-Video. Versace-Katalog, mach ich mal einen Kassensturz, bricht die Marmorplatte durch. Make-Maker wollten mich catchen, aber sorry, Bro, ich krieg ne bessere Kondition, so wie dein Sportidol. Sorry, Bro, ich krieg ne bessere Kondition als dein Sportidol. Ist auch sehr geil. Kondition auf Sportidol ist ein geiler Reim. Sportidol, also
ein Sportler, zu dem man aufsieht, hat wahrscheinlich von Natur aus eine hohe Kondition. Diese Reime liegen sehr gut im Kontext und gleichzeitig bringt Neo sie sehr nah beieinander. Das ist einfach lyrisch sehr geil. Ich freue mich immer, wenn ich so einen Reim finde und er wahrscheinlich offensichtlich auch. Die Locations in dem Video gefallen mir sehr gut. Einerseits der Lichtröhrenraum hat mir sehr gefallen, aber auch diese Regenschirme. Plus es regnet ja wirklich. Plus das orangene Licht dabei mit den grauen Wänden. Das komplementiert. Komplementiert ist mein neues Lieblingswort, habe ich ein Gefühl. Es erzeugt einfach einen geilen Kontrast. Major wollten mich catchen, aber sorry Bro, ich krieg eine bessere Kondition, so wie dein Sportidol. Auch wenn du gut. Ach, so wie dein Sportidol, nicht als. In der Gegend erzählst und mich in deiner Empfehlung erwähnst. Glaub ich echt, du willst nur wissen, wie viel Schläge dein Schädel verträgt. Denn Neo buchstabiert man G-O-A-T. Okay. Erstmal, ich feiere seine Reimdoppels hier. Die sind wirklich stark. Also, wenn er seine Endreime bringt, wie zum Beispiel G-O-A-T oder Schädel verträgt, geiler Vielsilber, hast du ein tiefes Double. Also wenn er sagt, Schädel verträgt, reimt er gleichzeitig Schädel verträgt im Hintergrund. Relativ leise und natürlich nicht so Bones-mäßig, wie ich das gerade tief gesagt habe, sondern Neo hat halt von Natur aus eine tiefe Stimme. Und der ist da wahrscheinlich einfach nur nah ans Mikro rangegangen, an Großmembran-Mikrofon, weil das die Tiefen so schön mit aufnimmt. Und hat es da halt gedoppelt. Funktioniert relativ gut. Es zeugt immer von ein bisschen Skill, wenn man es schafft, zwei verschiedene Stimmlagen gleich zu artikulieren. Also dass es am Ende gleich klingt. Halt nur in einer anderen Tonhöhe zum Beispiel. Und ich find's cool, dass er den Skill auch drauf hat. Auch wenn du Gutes in der Gegend erzählst und mich in deiner Empfehlung erwähnst, glaub ich echt, du willst nur wissen, wie viel Schläge dein Schädel verträgt. Denn Neo buchstabiert man G-O-A-T. Die Line fand ich jetzt vom Zusammenhang nicht so cool, aber es hat eine coole Endline gehabt. Also Neo weiß schon, wie man Pointen setzt. Und hier in dem Fall ist es halt so, Neo buchstabiert man G-O-A-T. Also the GOAT, greatest of all time. Du bist der Goat, dann ist Lecter. Shepard. Wave, 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 wave. Keine Zeit für euch Fakes. Wave, 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 wave. Und dann steht er da. Er hat schon ein cooles Erscheinungsbild. Wave, nicht links oder rechts, immer straight. Wave. Ich find's aber irgendwie schade, dass er diese andere Maske nicht mehr aufzieht, die er immer hatte. Diese schwarze Grievous-Maske mit diesen roten Augen. Die fand ich da gestört gut aus. Wave, 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 wave. Mein Sound geht direkt in dein Brain. Wave. Und dieses Wuh im Hintergrund. Ist ein sehr bekannter Sound, den benutzen auch viele, wenn man einfach Vocals in seinen Beat einbauen will. Und Z-Ray, der ja so in diese Richtung G-Funk geht und 90s, Oldschool Dubstep und so weiter und so fort, der nutzt natürlich auch dieses ältere Soundportfolio sehr, sehr gerne. Und es trägt halt auch zu einem guten Feeling bei, was einen so in diese Richtung drängt. Z-Ray hat immer so dieses Feeling, was so leicht düster, aber irgendwie von oben herab wirkt, so als ob man da mitnicken würde, so zusammen in der Gang, bei der du besser die Straßenseite wechselst, wenn du sie siehst. Once again back ist die Incredible. Ich habe schon fast vergessen, dass Jiggy hier gerade ein Feature hat. Das war gerade schon so geil, wirklich, das war ja eigentlich schon Überzeugung. Wave, 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 wave. Once again back ist die Incredible. Es geht 1, 2, 3, 3, 4, yo. Dass du ne Pussy bist, ist wie Wein, Brudi. We know. Junge. Einmal we know, wir wissen und Vino, der Wein. Gewagter Vergleich. Puh. Letztens habe ich einen Schlimmeren gekickt, da hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, dass er seine, also das war der Johnny, ich habe gerade ein Video geschnitten, er hatte gesagt, er sieht seine Drag City im Hintergrund, da habe ich geschrieben, dass es war als Schauerberg, also reiner Zufall, ich fahre dahin und bringe reiner Zufall. Tut weh, ne? Tut ganz schön weh, oder? Ich muss übrigens sagen, dass der Jiggy hier eine deutlich, also es wirkt so, als ob die Audioqualität jetzt im Vergleich zu Neo nochmal deutlich schwächer wirkt. Once again back is the Incredible. Also ich finde den Sound geil, dieses Once again back und dann dieser Tape-Stop-Effekt, wo die Vocal nach unten gepitcht wird und gleichzeitig langsamer wird. Is the Incredible. Das ist, ja genau, das ist halt ein Tape-Stop-Effekt für jenigen, der es wissen oder vielleicht mal nachmachen möchte. Ist gar nicht so schwer. Gibt es mittlerweile Plugins dafür, kannst du einfach draufklatschen und dann passiert es von alleine. Ich finde es auch cool, dass die das mit dem Video weitermachen. Ich weiß nicht, ob der Jiggy wirklich Zeit hatte, in dem Video aufzutreten, weil aktuell steht er nur vor einer weißen Wand und performt, wo ich drauf schließe, dass er vielleicht nicht zum Dreh erscheinen konnte, aber die hatten den Songtext schon. Ich meine sogar schon den kompletten Song an sich, sodass die gute Frau das weiter lip-sinken konnte im Video. Ich finde es auch nicht cringe, wie die Frauen das performen. Ich habe immer so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich Leute lip-sinken sehe bei irgendwelchen TikTok-Videos sehe und das so möchtegern eingebildet wirkt. Und die haben ja auch diesen Blick drauf, so wie, oh, ich bin der Shit. Aber es wirkt halt nicht unangenehm hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie ist es einfach angenehm zu sehen. Es geht 1, 2, 3. Auch gleich, wie der Beat einsetzt und puh.
kommt. 3, 4, yo. Das für eine Pussy bist jetzt wie Wein, Brudi. We know. Ach, der Weinsound ist mega geil, wirklich dieses, was da kommt. Mit dem Hall, mit dem relativ hohen Hall. Wie cool das im Raum platziert ist, stark. Jiggy hat ja auch immer schon Geschmack dafür gehabt, Sounds einzufügen nochmal und dafür sogar Pausen zu lassen. Da habe ich mich auch bei meinem neuen Song inspirieren lassen, beziehungsweise mit Johnnys und meinem neuen Song, wo ich extra große Pausen gelassen habe, sodass man halt diese Sounds da einfügen kann. Was ich auch sagen muss übrigens, ich muss nochmal auf das Low-End eingehen, weil ich das wirklich genial finde, wirklich bei dem Z-Ray-Beat hier. Wie Kick und Bass hier zusammenspielen, ist Weltklasse. Gerade der Bass, der ist so schön trocken. Manche würden ihn vielleicht sogar schon unspektakulär nennen, aber ich finde, der ist geil gemacht. Der hat so dieses trockene, in der Mitte vom Raum stehende und wie der zusammen mit der Kickdrum funktioniert, da kommt sich nichts in die Quere und es spielt so wunderbar zusammen. Das ist einfach so ein geiles, stimmiges Gesamtprodukt. Das ist einfach mega. Es ist einfach geil zu hören, dass Z-Ray noch immer geile Beats macht und dass die von der Qualität sogar noch zugenommen haben. Wirklich, da bin ich so froh drüber. Back, aber bin back in this bitch. Was für eine Es geht 1, 2, 3, 4, yo. Ich muss aber wirklich sagen, Jiggys Aufnahmequali klingt da wirklich im Vergleich nicht ganz so stark. Da hatte Neos Vocal einfach ein bisschen mehr Tiefenanteile. Gerade in der Hook, in den Parts auch nicht so stark. Aber das klang einfach runder. Und bei Jiggy hast du das Gefühl, dass ein Frequenzbereich zwischen 1000 und 4000 Hertz, würde ich jetzt einfach mal raten, da könnte ich natürlich falsch liegen. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, bei den Reactions ist es immer nur ein Bauchgefühl, was ich rausgebe und versuche das irgendwie mit Fakten zu vermischen, sodass ich kompetent wirke und eigentlich meine Unsicherheit überspiele. Aber es wirkt einfach so, als ob das etwas unrund und unausgeglichen ist und es gerade bei dem Neopart deutlich wird, dass es da vielleicht einige Defizite gibt. The Gen Black is the Incredible. Es geht 1, 2, 3, 4, yo. Das für ne Pussy bist jetzt wie Wein, Brudi. We know. War nie weg, aber bin back in this bitch. So als hätte ich gerade meine Ex weggeflogen. Ah. Fast aus Schlangenleder. Okay, ich weiß, woran es liegt. Ich kann mich mir gut vorstellen. Eventuell ist es nicht mal die Aufnahmequalität, die da wirklich schlecht ist. Aber ich glaube, der Grund, warum der Jiggy so dünn klingt, ist eine Sache, die vielleicht sogar gar nicht gewollt war. Und eben weil sie nicht gewollt war, ist sie passiert. Klingt verwirrend? Aufpassen. Also, Jiggy hat einen konstanten Double. Das bedeutet, er hat nicht, wie es heutzutage üblich ist, seinen Text einmal durchgehend eingerappt und dann nur die Reime gedoppelt. Also da, wo die Reime sind, hat er seinen Text nochmal eingerappt, zweimal, um genau zu sein. Und immer, wenn die Reime kommen, dann diese gedoppelte Spur auf links und rechts gelegt, sodass, wenn die Reime kommen, du zusätzlich eine Spur hörst, hier links und rechts. Er hat es so gemacht. Er hat diesen Double konstant, also nicht nur bei den Reimen, sondern generell. Und hier läufst du auf Gefahr, dass dir Phasenverschiebung bzw. Phasenauslöschung passiert. Das ist schon eine Sache, die finde ich etwas schwieriger beim Mixing. Denn wenn du ein Signal hast, was auf derselben Tonhöhe ungefähr liegt, das ist vielleicht sogar nicht mal tonhöhenabhängig, aber das ist einfacher zu erklären jetzt in dem Punkt. Und die schwingen nicht gleich. Du musst dir vorstellen, jedes Signal schwingt. Meine Stimme schwingt ja auch, die hat eine gewisse Grundfrequenz und sie erzeugt Klang, indem sie schwingt. Und wenn es jetzt so ist, dass ich meine Stimme zweimal aufgenommen habe, aber diese Schwingungen sind leicht asynchron zueinander. Also sagen wir mal, Schwingung 1 ist hier und Schwingung 2 ist erst hier und du willst die übereinander legen, klappt es nicht. Dann klappt es nicht so ganz. Und dann löschen sich diese Phasen gegenseitig aus. Meine Schwingung ist ja hoch, tief, hoch, tief, hoch. Und wenn die eine Schwingung in Hoch hat, wo die andere gerade in Tief hat, matcht es nicht. Das klingt einfach nicht gut. Und dann löscht sich das gegenseitig aus und es klingt im Endeffekt dünner, als es eigentlich klingen soll. Und eigentlich machst du ein Double, weil eine Stimme fetter klingen soll. Und hier ist es leider dann genau das Gegenteil passiert. Es klingt nicht breiter und dicker, es macht sich gegenseitig klein. Ist nur eine Mutmaßung, ist eine reine Hypothese, aber ich schließe sehr stark darauf, dass es hier der Fall ist. Sie bist jetzt wie Wein, Brudi, we know. War nie back. Trotzdem, Wein, Brudi, we know, wie es auch delivered, ist geil. Aber bin back in this bitch, so als hätte ich gerade meine Ex weggeflogen. Back in this bitch, Ex weggeflogen. Schon wieder Tape-Stop-Effekt. Auch wieder geiler, viersilbiger Reim und netter Vergleich, nichts Starkes, aber es ist irgendwie einfach cool, dass er das noch mit reinbringt. Ich finde, bei Jiggy Features ist es auch immer nett, so einen kleinen Vergleich zu haben. Ich finde aber, die starken Vergleiche hebt der Jiggy sich ja eigentlich immer für seine eigenen Songs auf. Auch ein geiler Glitch-Effekt oder wie auch immer man das nennen würde. Du hast deine Rap-Vocal und das viel Platz. Der Jiggy hat dir wirklich viel Platz gelassen für eventuelle Sounds oder so. Das finde ich geil. Es zeugt von Routine, viele Pausen zu lassen. Da wurde das R, was irgendwann kommt, genommen, raus, chirurgiert
und dann einfach ein paar Mal hierhin kopiert, sodass dieses R mit reinkommt, bevor dann die eigentliche Vocal kommt. Das ist auch cool. Eine geile Art, Pausen zu füllen. Macht Stimmung. So, als hätte ich gerade meine Ex wegge- Dieses A ist auch cool gemacht, weil da hast du auch wieder einen Distortion-Effekt drauf, also einen Verzerrer. Ich würde sogar behaupten, hier ist es ein Bit-Crusher, weil die Bit-Tiefe da reduziert wird und es einfach klingt, als ob es aus einem wirklich schlechten Lautsprecher kommen würde, aber es klingt cool im Kontext, weil alles andere so High Quality ist. Hier wird ein Kontrast erzeugt. Und da war das legendäre Jiggy Adlib, was man ja mittlerweile seit Jahren kennt. Alte Hater wedeln mit Palmenblätter. Palmenblätter, Schlangenleder, alte Hater. Machte es vom Penner zum Moneymaker. Air Force und Schlangen, was? Air Force aus Schlangenleder, also die Schuhe. Und dann Penner zum. Was nochmal? Der Hater wedeln mit Palmenblätter. Machte es vom Penner zum Moneymaker. Penner zum Moneymaker, auch okay. Penner zum Moneymaker. 7, geil. Bitch, trete sie weg wie der Undertaker. Weg wie der Undertaker, ja. Seht ihr, was ich meine? Das ist jetzt alles nicht krass. Machte es vom Penner zum Moneymaker. Bitch, trete sie weg wie der Undertaker. Im Hintergrund ist auch geil. Ich trete dich weg wie der Undertaker. Ja, Undertaker Wrestler hat wahrscheinlich schon Leute weggetreten. Jetzt nicht überragend, aber es ist irgendwie, es ist ein geiler Reim. Und ich finde, der Jiggy hat sich hier ein bisschen zurückgenommen. Ich finde, das Potenzial von ihm ist eigentlich deutlich höher. Also gerade auf seinen eigenen Tracks, wie zum Beispiel Drip Like Water, was wir letztens analysiert haben, kommt er deutlich stärker rüber. Da hat er sowohl eine geile Reimtechnik als auch geile Zeilen. Und auch in anderen Songs von ihm, gerade von seinem 2020-Album, da ist sehr vieles wirklich überragend. Und hier ist es so, es hält sich bisher noch in Grenzen. Wife so, als würde ein Schurmann tanzen. Eure Sicht drehte sie weg wie der Undertaker. Meine Wife so, als würde ein Schurmann tanzen. Eure so, wie bis sie chillen auf einer Luftmatratze. Aber die Delivery ist geil. Meine so, eure so. Sehr cool formuliert, wirklich. Also nicht formuliert, sondern delivered. Meine Wife so, als würde ein Schurmann tanzen. Eure so, wie bis sie chillen auf einer Luftmatratze. Mit nem Drink, so ein Brille in my face. Jiggy, J, Jiggy, hab ich ride meine. Das ist geil, wie er hier durchgezogen hat am Ende. Das ist ein richtig schöner Übergang in die Hook gewesen. Der hatte nämlich bei den letzten zwei Zeilen, also bei der letzten Line, wenn ihr so wollt, keine Pause gemacht zwischendrin. Bei einem ganz klassischen Rapflow machst du ja bla 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 rein. Pause. Da ba da da ba da da ba da rein. Pause. Und hier macht Jiggy, wenn ich es richtig gerade gehört habe, da 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 rein, da 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 Hook. Das ist sehr cool, weil das so nonstop ist in die Hook rein. Bisschen wie bei CR7Z, bei dem man ja auch nie weiß genau, wo der Reim jetzt kommt, aber er kommt und es hört sich rund an, aber er zieht halt durch. Würde ein Schurmann tanzen, eure so wie bis sie chillen auf der Luftmatratze, mit nem Drink, so ein Brille. Ich muss echt sagen, die Performance von den Damen ist echt souverän. Also es wirkt echt nicht schlimm, die haben eine bessere Performance als ich. Jiggy, hab ich ride meine. Nochmal? Es kommt vor allem geil auf die Drums. Und gleichzeitig dieses Jiggy. Das ist geil. Das geht einfach mit dem Rhythmus und du kannst perfekt mit dem Kopf dazu mitnehmen. Meine. Und dann ride meine. Wave. Okay, Jiggy war anscheinend echt nicht bei den Videodrehen mit dabei. Kann man hier ganz gut erkennen, aber ich finde es einfach geil, dass er in dem Feature mit drin ist. Ich finde, es ergänzt das Ganze. Wie gesagt, es sticht zwar von der unterschiedlichen Quali ein bisschen raus, aber ich finde, Jiggy macht hier wirklich ein souveränes Feature, was zwar nicht gerade durch kranke Lines überzeugt, aber trotzdem einen lyrisch gut geschriebenen Part hat. Und ich denke, da würde sich jeder Rapper auch freuen, wenn er so einen Part in seinem Song als Feature hätte. Wave, nicht links oder rechts, immer straight. Sound geht direkt in dein Brain. Wave. Das hat mich Videos überragend, gerade von den Locations. Wave. Also was heißt überragend? Man ist natürlich von den Charts Besseres gewohnt, aber gerade von der Relation zu Neos Aufrufezahlen, zu den größten, klickstärksten Rappern Deutschlands, ist es einfach geil, dass er trotzdem so ein hochwertiges Video rausbringt, was wirklich gut aussieht. Wirklich gut aussieht, meine Fresse. Wave. Überzeugt halt vor allem von Darstellern, Locations, und einfach Neos Präsenz. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Neos Präsenz ist einfach immer geil. Und hier wurde eben gerade auch Neos anderer Song, Prolog, also der neuen, den er rausgebracht hat, und Still Alive, wurden hier mit empfohlen, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Auch darauf habe ich eine Reaction gemacht, findet ihr hier. Und ich finde es einfach stark, wie er hier sein Comeback gestartet hat. Und wenn die zukünftigen Songs so werden wie das, glaube ich,
steht uns eine tolle Zukunft bevor. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. War wie immer ein Fest, wirklich. Ich hoffe, ihr wollt mehr Reactions in der Richtung sehen. Und ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Reaction-Analyse. Macht's gut. Ciao. Ich bin die Hoheit im Biss. Komm rein, flow tight und dein Nomenreim sitzt, weil ich Vorreiter bin. Keine Verluste, weil ich den Einbruch verhinder, wie ein Rottweiler bist. Yeah. Auch bei schlechtem Wetter in den Trainings Sweater. Guck wie Lecter Shepard, du bist der Goat, dann ist Lecter Shepard, zücke die Pa-